Verehrte Geschwister, die Bedeutung des Begriffes Islam, den uns der erhabene Gott für die Errettung und den Frieden der Menschheit gesandt hat, bedeutet Frieden, Sicherheit, liebevolle Zuneigung zu gebieten und zu grüßen. Auch ist ein Name unseres Herrn der Friede. Er ist die Quelle des Friedens und des Wohlergehens. Der sich hingebende Muslim ist derjenige, der sich der Quelle des Friedens und des Wohlergehens anklammert, in seiner inneren Welt tiefe Zufriedenheit und Antracht erlangt und diese in seine Außenwelt wirken zu lassen versucht. O ihr, die glaubt, tretet allesamt in den Frieden ein und folgt nicht den Fußstapfen des Satans. Er ist euch ein deutlicher Feind. Als unser Prophet, sallallahu alaihi wasallam, den Gläubigen definierte, sagte er: Der Muslim ist derjenige, vor dessen Hand und Zunge die Menschen sich sicher sind. Im Islam ist der Frieden der ursprüngliche Normalzustand, der Krieg hingegen als eine Ausnahme und der letzte Ausweg. Der Gläubige darf nicht mal im Krieg Frauen, Kinder, Alte, die sich nicht am Krieg beteiligen, sowie Gebietsstädte und Bäume versehren. Auch gilt in unserer Religion das Töten einer Person als ein großes Vergehen wie das Töten der gesamten Menschheit. Unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich sogar auf dem Weg nach Taif, denen die ihm körperliche Gewalt angewendet haben, mit Nächstenliebe zugeneigt. Nie hat er ihnen gegenüber Verwünschungen geäußert und sich an ihnen rächen wollen. Er hat den Menschen und anderen Lebewesen in seinem Umfeld immer seine Barmherzigkeit erwiesen. Der sehr generische Prophet sallallahu alaihi wasallam, der die Welt aus dem Fenster der Barmherzigkeit betrachtete, die Gesellschaft, die ihre Töchter lebendig begraben haben und die Gebote eines Mädchens als eine Schande empfanden, sie sogar aufgrund von einfachen Dingen gegenseitig beim Kragen packte, zu einer Gesellschaft transformierte, die an einen Gott glaubte. Meine sehr verehrten Geschwister, wie sehr sind wir heutzutage in der islamischen Welt von diesem Bild und diesen Fundamenten entfernt? Die islamische Welt, in der anstatt liebevolle Zuneigung und Barmherzigkeit der Hass, die Gewalt und die Erbarmungslosigkeit herrscht und anstatt Friede und Antracht, Leiden, Krieg, Blutvergießen und Tränen herrschen, versetzt unsere Herzen in tiefer Trauer und tiefem Kummer. Die ersehnte liebevolle Zuneigung, die Zufriedenheit und der Frieden sind nicht in weiter Ferne. Sie sind in unserer unmittelbaren Nähe, in unserer Hand, in unserem Herzen. Meine liebe Geschwister, Mohammed sallallahu alaihi wasallam sagte: Bei Gott, ohne zu glauben, werdet ihr nicht in das Paradies antreten können, ohne euch gegenseitig zu lieben. Soll ich euch vermitteln, wodurch ihr euch gegenseitig lieben werdet? Verbreitet den Gruß unter euch. Möge Allah, unser Herr, in der ganzen Menschheit und vor allem in der islamischen Welt die Liebe, die Barmherzigkeit und den Frieden herrschen lassen. Sagt alle, Allahumma Amin.